Namaste, ich grüße euch zum neuen Video. Hier ist der Olli und wir fangen einfach mal an. Heute nehme ich euch mal mit in den Kommentarbereich und da fangen wir mal hier an mit den nicht freigeschalteten Kommentaren. Mit den ungenehmigten. Gunitze. Die wollen den Leuten hier klar machen, die Erde wäre flach, aber können nicht einmal eine Torrent-Datei aus dem Internet ziehen. Ja, hätte er sich das mal richtig angeguckt, hätte er mitgekriegt, dass ich die Datei auf meinem Computer habe und das Öffnungsprogramm sich nicht installieren lässt. So, brauche ich nie genehmigen, so ein Dinches. So, Robert Bauer, ich frage mich, bin ich zu dumm, um den Zusammenhang zwischen Flüchtlingskrise und Vollwerte zu verstehen? Oder bin ich taub, weil ich eure Flöhe nicht husten höre? Kaum ein Schwurbler die Bühne verlässt, taucht schon ein neuer Aluhutträger auf. Glaubt dabei besser zu sein als Mulder von Akte X? Tiefste Provinz, ne, damals Klasse hatte. Und das hier nur tiefste Provinz ist. Ja, da verstehe ich nie, warum du dich hier rumtreibst. Und wenn du Zusammenhänge nicht erkennen kannst, dann musst du dich besser informieren. Und die Flüchtlingskrise und die Vollwerte? Natürlich wurde hier vorher eine Modewelle erzeugt. Das kommt doch nie von heute auf morgen. Das sind doch viel längere Pläne. Das geht zurück bis 1920, Kalergi-Plan. Da musst du mal ein bisschen tiefer graben und nie bloß an der Oberfläche rumschwurbeln. So, und wenn man dann hier reingeht auf den, hier eine 0, hier ein R und das war's dann, kann man sich sparen. Also wie gesagt, so ein Mist fliegt in den Papierkorb. Hier habe ich überlegt, ob ich den freischalte. Ich schätze deine Analyse, aber das mit den Bärten hat vielleicht etwas übertrieben? Nee, da ist überhaupt nicht übertrieben. Da wird eine Modewelle inszeniert. So, dann sind die Bärte erstmal optisch, ist die Masse, die Herde dran gewöhnt. Und wenn dann wieder mehr dazu kommt, dann ist das. Ansonsten wäre das ja, ich sag mal so, wer die Geschichte mit dem Frosch und dem heißen Wasser kennt, der weiß da Bescheid, das brauche ich nie freischalten. Danke für den Kommentarbereich. Deine Videos sind echt chillig. Naja, gut. So, was haben wir noch? Ist die flache Erde so eine Art Hashtag für das wahllose Zusammenrühren irgendwelcher Informationen zu wirren Verschwörungskonstrukten? Ja, braucht man eigentlich nichts dazu sagen. Papierkorb. Mehr fällt mir dazu nie ein. So. Weißt du was? Du kannst sogar verschiedene Browser gleichzeitig benutzen und bekommst verschiedene Zahlen. Das geht hier um, was ich immer unter das Video stelle, die Zahlen für flache Erde. Ich werde das weiterhin so machen. Ich werde mir das auch mal angucken mit den in Anführungsstrichen setzen. Aber ich habe mir das mal angeguckt. Das ist alles Pustekuchen. Alles Pustekuchen. Jetzt werde ich das gleich zeigen. Hier habe ich ein Video gemacht. Am 17.08.2018. Oh, 121 Aufrufe. Vielleicht wird es ja jetzt mehr nach dem Video. So, und da könnt ihr hier sehen, da hat YouTube noch die Ergebnisse angezeigt. Flat Earth, 17 Millionen waren das zu dem Zeitpunkt. Da wisst ihr, was heute los wäre. Und da wisst ihr, wie manipuliert wird. Vielleicht kann man sich das auch ganz sparen. Mit dieser Zahlenangabe. Ich werde das in der nächsten Zeit entscheiden. Und wenn hier so viele Ergebnisse sind, kann sich jeder seinen Teil denken und warum das jetzt nicht mehr verfügbar ist auf YouTube. YouTube ist die Steuerungszentrale. Hier werden die Inhalte so verteilt und so zugeführt, ja, der Unbedarfte wird dann eben
dorthin geleitet, wo er hin soll. Mache ich vielleicht mal ein Video dazu, wie YouTube funktioniert. So, jetzt gehen wir wieder rein in die Kommentare, machen wir mal weiter. So, gut, den hat man. Die Dummheit der Flacherdler wächst unaufhaltsam. Das sagt dieser Mann oder Frau oder wer immer dahinter steckt. Oh. Sedierter Uhu. Da hatte ich auch was gemacht zu dem Sedierten. Dem habe ich einen Kommentar geschrieben. Kopieren. Gehen wir mal kurz gucken. Einfügen. Sediert. So. Bezeichnet in der Medizin die Dämpfung von Funktionen des zentralen Nervensystems. Ja. Und genau dieses Licht wirft er ja auf sich selbst zurück. Er nennt sich so. Fliegt in Papierkorb. So. Es kommen einfach keine interessanten Beiträge. Ja, dann kann ich den ganzen Kommentar schon von vornherein nicht verstehen. Ich bin dort, wo es für mich interessant ist. Dort halte ich mich auf. Aber das ist wahrscheinlich bei den Trollen so. Die fühlen sich wohl, wo es für sie am meisten stinkt. Ja, hört auf, alles ungeprüft zu kopieren und geht mal raus und macht diverse Versuche. Pass auf, ich habe eine P900 und das reicht mir, um zu erkennen, dass hier nichts hinhaut, wenn ich durch die Krümmung durchfotografieren kann. So, super Recherche. Pro, der ist freigeschalten. Gut, weiß ich nicht, warum der jetzt hier noch steht. Was genau ist die Recherche? Das ist wieder der Knallkopf von hier oben. Erik, du bei. Gut. Du sagst also, man kann Leute nicht in Kriege schicken, wenn sie nicht mehr an Gott glauben. Natürlich, ich meine, das steckt ja in jedem drinne. Wenn man Kinder beobachtet, die sind noch mit der Quelle verbunden, da sieht man ja, die sind nie bösartig oder sowas. So werden sie dann erst programmiert durch diesen ganzen. Ja, an den Schulen, wie gesagt, da gehen Sexualpädagogen. Der Lehrer muss das Klassenzimmer verlassen und dann kommt die Gehirnwäsche. Dann werden sie programmiert. Für einen Arsch, genauso wie die flache Schwurbelerde. Such dir mal ein anständiges Hobby. Also bei ihm sind anständige Hobbys Nasepopeln, John Headshot, Kopfschuss, Wick. Ja, Nasepopeln, vielleicht gehört das ja auch zu seinen Hobbys, Kopfschuss. Nasepopeln oder Luft anhalten, bis schwarz wird. Ja gut, das sind bei ihm anständige Hobbys. Ab in Papierkorb. Heinz PG. Ja, wenn man dann hier auch drauf geht, auf diese Vakuum-Denker. Da wird alles klar, brauche ich nichts dazu sagen. So. Und was hat das jetzt mit der Form der Erde zu tun? Alles hat mit allem zu tun. So, wir leben nun mal hier alle auf diesem Planeten. Gut. Der hat mir jetzt zum zweiten Mal schon das geschickt hier. Ich habe da mal reingeguckt, naja. Gut. So, wie öde. Willst du wirklich auf den Zug der debilen flache Erde-Jünger aufsprungen und dich zum Vollpfosten machen? Gut, hol dir eine P900 und mache. Mache. Dann schreibst du hier auch nie sowas. So, wie gesagt, das fliegt alles im Papierkorb. So, jetzt muss man in dem Zusammenhang auch nochmal, damit nochmal was anderes hier reinkommt. Muss man das sehen, wie die Steuerung hier funktioniert von den Massen, wie das alles bewerkstelligt wird, ne?
Und was das auch mit dem Kommentarbereich zu tun hat, bei YouTube. Oh, diese Politiker, die hier diesen ganzen Mist einrühren, da kommt man in keine gehobene Position, wenn man dort nie erpressbar ist. Die Erpressung macht diese Leute steuerbar. Na? Die hängen da an ihren Seilen. Oh, da habe ich mal einen Artikel hier rausgesucht. Richter und Anwälte beim Sex mit Kindern gefilmt. Thomas de Maizière schützt die Täter. Oh, Innenminister oder was er war. Da wisst ihr alles. Und der ist weiter Innenminister geblieben. Da wisst ihr, wie diese pädophilen Netzwerke hier auch bestimmen. Und die bestimmen genauso im Internet. YouTube ist davon betroffen. So, und da kann man seine Parallelen ziehen zu den Trollen. Die versuchen das. Bei den Amerikanern ist, oder in Amerika ist jetzt, da wird verhaftet, dass die Heide qualmt von diesem Täterkreis. Und da kann man seine Parallelen ziehen. Wenn hier in Sachsen, das wird in jedem Bundesland nie anders sein. Diese Kreise, oh, und die verteidigen sich natürlich. Und die machen das auch mit Kommentaren im Internet. Natürlich wollen die nie, dass ihr System auseinanderfliegt, wenn sie jetzt schon so weit sind, dass sie 7-Jährigen erzählen können, wie so ein Blowjob funktioniert, ne? Das passiert ja. Oh. Marc Dutroux in Belgien, da haben sie 27 Zeugen, haben sie dort. Da ging es auch um Kindesmisshandlung und Tötung und was weiß ich nicht alles. Da haben sie 27 Zeugen tot gemacht. Da hängt alles drin. Von Richtern über Politiker, alles Mögliche. Staatsanwälte, Richter, genau wie hier. So, und das könnt ihr mal alles im Zusammenhang sehen. Oh. Und die treiben sich natürlich auch im Kommentarbereich rum hier. Die haben Angst, den Schlag an die Knie. Natürlich auch Kinder. Kinder sind hier auch dabei. Hier, der Guzzi. Oh Mann, hier habe ich mal eingegeben. Guzzi. Nee, das war's nicht. Hier haben wir nochmal PlayStation 3. Was ist er? Kniffer. Na gut. Vielen Dank fürs Anschauen. Da musst du noch mal raus. Und wie gesagt, konstruktive Sachen, die werden freigeschalten. Und was ich dort nie freischalte, und das müsst ihr schon mir überlassen. Konstruktive Sachen immer. Und ich bin raus.